können, wenn wir in der katholischen Kirche werden Bilder gezeigt am Anfang, wenn du reinkommst. Sieben Stationen des Weges zum Kreuz. Also in den großen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in den Vororten auch ist. Ich habe es jetzt eigentlich gar nicht so im Blick, bei mir im Vorort früher. Und das heißt, sie nehmen das sehr, sehr wichtig. Aber der Weg zum Kreuz ist gar nicht so wichtig. Die Kreuzigung ist wichtig. Der Tod und die Sünde werden besiegt am Kreuz. Und zwar am Christi-Kreuz, nicht von den anderen Leuten oder 400 Jahre vorher die Leute gekreuzigt sind, sondern es ist der Christus. Ah, jetzt wird es interessant. Also es ist nicht nur einfach Kreuzigung, es ist Christi-Kreuzigung. Gott bestätigt nicht das Kreuz, Gott bestätigt Christi-Kreuz. Denn niemand sonst, außer dieser, und das kommt ja auch in dem Lied drin vor, niemand sonst, außer dieser Mensch, der geboren ist, das ewige Wort geboren. Gott offenbart sich in einem Kind. Ah, ich habe die schlechte Brille an. Der wird geboren vom Geist Gottes. Jesus wird ein biologischer Mensch. Der wird tatsächlich ausgetragen von einer echten Frau. Ganz wichtig, dass diese Frau tatsächlich eine Jungfrau war. Ne? Falls jemand von euch Theologie demnächst studiert, dann wird man euch versuchen, das auszureden. Da wird man euch erzählen, in der Bibel steht junge Frau. Natürlich steht in der Bibel junge Frau. Aber eine junge Frau ist in der Bibel tatsächlich eine Jungfrau. Das ist einfach der Punkt. Man verwirrt die Menschheit heutzutage damit. Das ist gar keine Jungfrau, die Maria, aber da steht ja junge Frau. Nur sie übersetzen junge Frau nicht zwar richtig, aber sie machen den Fehler und übersetzen ihn in die Sprache des 20. Jahrhunderts. Und da ist natürlich eine junge Frau nicht unbedingt eine, die noch keinen sexuellen Verkehr hatte. Aber die Sprache der Bibel zur damaligen Zeit, in Jesaja und auch im Neuen Testament, dort ist eine junge Frau in diesem Jahrhundert, Christi-Jahrhundert, ist tatsächlich eine Jungfrau. Das heißt, eine Unberührte. Eine, die keinen Kontakt hatte mit einem Mann. Und dieser Jesus wird durch diese Frau geboren. Warum das wichtig ist, weiß ich auch nicht, ist aber irgendwie wichtig. Aber entscheidend ist, durch diese Frau wird er ein biologischer Mensch. Was war er denn vorher? Immer schon, in Ewigkeit. Geist. Bitte? Geist. Geist Christi. Gottes Kind. Der Sohn Gottes. Was war er vorher noch, vorher geboren ist? Der Schöpfer? Bitte? Der Schöpfer? Jesus ist Gott. Jesus ist König. Jesus ist Gott. Jesus ist König. Jesus ist Gott. Hurra, hurra, hurra für Jesus. Jesus ist König. Jesus ist Gott. Hurra, hurra, hurra für Jesus. Jesus ist König. Jesus ist König. Jesus ist König. Er ist Gott. Absolut. Jetzt musst du dir vorstellen, dass diese Person sich kreuzigen lässt. Guck mal, der hätte nicht mal mit dem Finger schnipsen müssen und die wären alle tot umgefallen vor ihm. Da hätte ihn keiner kreuzigen können. Können, wenn wir in der katholischen Kirche werden Bilder gezeigt am Anfang, wenn du reinkommst. Sieben Stationen des Weges zum Kreuz. Also in den großen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in den Vororten auch ist. Ich habe es jetzt eigentlich gar nicht so im Blick, bei mir im Vorort früher. Und das heißt, sie nehmen das sehr, sehr wichtig. Aber der Weg zum Kreuz ist gar nicht so wichtig.